irgendwo, ich würde ihr die Schlagzeile schon vorlesen, die wir morgen alle lesen werden. Und trotzdem werden wir alle genau so weitermachen. Und heute haben wir jemanden hier, eine erfolgreiche Unternehmerin aus Greifswald. Stellt sich dieses Bild einmal vor. Herzlich willkommen, Frau Dr. Manuela Brück. Freut sich in die Länge ziehen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch ich werde nicht gendern. Liebe Freunde hier in Lubmin, sehr geehrte Damen und Herren der Presse und der Medien überhaupt. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich hier sprechen werde und ob ich meine Meinung frei äußern soll. Warum? Man wird in die rechte Ecke gedrängt. Überall herrscht Angst und Unsicherheit. Aber ich denke, wir leben in einer Demokratie und deshalb kann ich die Berichterstattung von Spiegel TV leider heute nicht anwesend, nicht unkommentiert lassen. Liebe Spiegel TV, ich, wir alle hier sind weder rechts- noch linksradikal. Pseudo-intellektuellen Querköpfe. Wir sind ein Querschnitt aus der Bevölkerung. Weiterhin wurde behauptet, wir hassen die Demokratie. Nein, wir leben sie. Für die Vertreter der Presse noch einmal die Übersetzung Demokratie laut Duden, Volksherrschaft oder ganz einfach auch gesagt, in einer frühen Sendung ungefähr 2018 bei Hart aber fair, ja, ich gucke noch öffentlich-rechtlich, da sagte ein Schweizer Gast zum SPD-Politiker Herrn Stegner, ich lade Sie gern einmal in die Schweiz ein und dann sage ich Ihnen, was Demokratie heißt. Der Volk, das Volk ist der Chef und nicht der bezahlte Politiker wie Sie, Herr Stegner. Behauptung in Spiegel TV war, dass unsere Demo von der AfD finanziert wurde. Quelle? Es ist unwahr. Wir sind alle, wie wir hier sind, ja nicht alleine. Wir haben so viele Prominente, die ähnliche Meinung zur Energiekrise, zur Sanktionspolitik gegen Russland oder auch zur Zusammenarbeit mit einem korrupten Oligarchendiener in der Ukraine haben. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern kommt aus der Berliner Zeitung. Überall finden wir Kritik an der derzeitigen Politik. Ich nenne nur Sarah Wagenknecht. Aber wenn sie die Wahrheit sagt, dann sagt Herr Lanz, sie ist der russischen Propaganda zum Opfer gefallen. Wir alle! Weiter habe ich hier noch die Bürgerinitiative für Stralsund. Wir haben sie heute hier gehört. Ich nenne den Schauspieler Uwe Steimle. Ich nenne einen Bürgermeister mit seinem offenen Brief, den aus Hagenow. Und da gibt es viele, viele andere mehr. Meine Forderungen heute hier sind Ende der Sanktionen gegen Russland, endlich Schluss damit, die Interessen der
USA zu vertreten. Wir müssen die Bedingungen dafür schaffen, Nord Stream 2 zu öffnen. Friedlich und vernünftig. Von Abhängigkeit. Ja, was denn? Abhängig. Wenn wir als rohstoffarmes Land, werden wir immer abhängig sein. Wenn nicht von Russland, dann von Katar oder neuerdings von Saudi-Arabien. Von den USA sind wir es sowieso. Und nicht zuletzt von Wind und Sonne werden wir abhängig sein. Irrsinnigerweise die Kernkraft abgewählt wurde. Meine dritte Forderung, keine Waffen aus Deutschland. Nicht eine! Im Gegenteil, Deutschland soll die führende Rolle übernehmen bei Friedensverhandlungen. Denn, Zitat Gorbatschow, Sieger ist nicht, wer die Schlachten in einem Krieg gewinnt, sondern wer Frieden stiftet. Das ganze Geld, was wir derzeit für Rüstung und Krieg ausgeben, wollen wir einfach mal in unserem Land einsetzen. Ich habe nur ein Beispiel. Für unsere Schulen in HGW, damit die Kinder nicht mehr in Containern unterrichtet werden müssen. Und das ist unbestritten. Der russische Einmarsch ist durch nichts zu rechtfertigen. Aber ich habe in der Schule gelernt, jeder Krieg hat eine Ursache, eine Wirkung, einen Anlass. Darüber diskutieren ganz andere, das würde hier zu weit führen. Eine Auseinandersetzung der Systeme findet hier statt, auf unseren Schultern ausgetragen. Mein Fazit: Frieden geht nur mit und nicht gegen Moskau. Gabriele Krone-Schmalz hat das gesagt. Auch ihre Bücher werden nicht mehr verlegt. Ich wünsche mir nur Frieden, Frieden, Frieden. Danach wird sich alles ergeben, damit es auch morgen noch den Reichtum der Welt gibt. Zitat Holger Biegel. Und wenn unsere Politiker sich dafür nicht einsetzen können, müssen sie zurücktreten. Unsere Wirtschaft wird zerstört und das Land der Dichter und Denker geht unter. Vielen Dank.